Moin Moin Leute, Ahrensburger Alex, wie immer hier und letztens hatte ich mal die Idee gehabt, komm, suchst du doch mal so ein bisschen nach der Begeisterung und Motivation für Black Ops 4. Und da ich auf Google ebenfalls nichts gefunden habe, dachte ich mir mal, ich schaue vielleicht mal zu Hause bei mir nach. Und ich habe da so eine alte Grabbelkiste, wo alte Kabel drin sind und sowas. Ich bin ehrlich, die Motivation für Black Ops 4 habe ich da leider nicht gefunden, aber... Das hier! Let's go, Mann! Black Ops 2, das ist wohl eins der geilsten COD-Teile, was Online-Modus angeht und Zombie-Modus ebenfalls. Also es war im Groben und Ganzen ein richtig geiles COD. Ihr könnt mal gerne dazu eure Meinung jetzt mal in die Kommentare schreiben. Darum dachte ich mir, wir zocken heute mal ein bisschen Black Ops 2. Auf diesem Account habe ich übrigens noch keine Games gemacht. Also ich glaube zumindest nicht, da ich hauptsächlich, glaube ich, Black Ops 2 auf der Xbox gespielt habe. Ich glaube auf der Xbox, tatsächlich. Aber mittlerweile tue ich mir Xbox einfach gar nicht mehr an. Also von daher ja, zocken wir jetzt mal ein bisschen auf PlayStation mit den Standardklassen. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen oldschool zocken. Ich werde vielleicht demnächst das Ganze auch mal streamen. Falls ihr Bock darauf habt, gerne auf Twitch vorbeischauen. twitch.tv/ahrensburgalex. Und ich bin Level 33? Hä? Ja moin, ich habe die ja teilweise schon ein bisschen nach oben gespielt. Ich dachte, ich muss anfangs mit der Standardklasse spielen. Ich habe natürlich eine Elsa-Klasse gemacht. Wow, Ehrenmann. Ich ändere die Klasse immer so. Ich weiß gar nicht, auf was die Klassen ausgelegt sind, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile kann ich auch mich mit dem Klassensystem nicht so richtig aus. Also ich kann jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen, was hier jetzt mega krass ist und was nicht. Und also ich weiß, dass die AN94 geil war. Aber da könnt ihr mich gerne noch ein bisschen auffrischen. Was waren so die besten Waffen in dem Game? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Was sind so die besten Kombos, die man spielen kann, theoretisch? Ja gut, wie schon gesagt, ich habe halt nicht viel Ahnung, wie die Klassen aktuell hier ablaufen. Lohnt sich Hardline überhaupt für mich? Ich mache es erstmal raus, weil ich habe absolut keine Ahnung, wie die Lobbys online sind. Erst recht, wie ich spiele. Ach, ich habe tatsächlich sogar eine DLC-Tarnung gekauft schon. Ja, let's go. Muss mich sagen, die Tarnungen damals, die fand ich mega geil. Die waren auch relativ günstig. Nicht so, wie es heutzutage ist, wo du halt irgendwie... Ja, ich will gar nicht davon anfangen, von dem Thema. Ihr kennt es. Da, 1,82 für ein Paket mit 3 Visieren und einer Tarnung. Aber an sich ganz witzige Tarnungen sind dabei gewesen. Party Rock, muss ich sagen, feiere ich extrem. Aber so lief das halt damals ab mit den Tarnungen. Da konntest du halt einfach für nicht mal 2 Euro das Ganze kaufen. Und dann war man glücklich. Black Ops 2 natürlich auch ein Game mit absolut legendären Streaks. Alleine schon der Orbi. Aber habe ich aktuell noch nicht freigeschaltet. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich Wächter spiele. Egal. Wir fangen einfach mal an. Wir suchen einfach mal eine Runde. TDM würde ich mal sagen, weil da ist am meisten los. Also, dann geht's los. In meinem allerersten Game Black Ops 2 nach... Ich hab absolut keinen Plan. 3 gegen 3 leider nur am Anfang. Also es ist scheinbar nicht so viel los auf den Servern. Oder ich habe doch irgendwie DLCs, was ich aktuell nicht mal sagen kann. Oh mein Gott. Und ich drücke L1 aus Reflex, weil, Leute, ich mich hochheilen wollte. Nächster. Da haben wir den nächsten, sogar direkt einen Headshot. Da haben wir noch einen. Easy. Also ich muss sagen, die Grafik ist anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig noch. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, nein. Holy, ich wusste, dass er hinterm Auto ist. Aber wie ich den noch geholt habe, Junge. 2 gegen 1 und ich habe den Typen da von links noch so komplett weggelasert. Nächster. Ollum. Oh, mein Aiming ist noch eine absolute Katastrophe, muss ich ehrlich zugeben. Na? Hier irgendwo ballern noch welche. Bam! Was? Okay, einmal weg hier. Hinter mir kommt auch noch einer. Ich gehe mal hier zurück in den Spawn, was auch immer das hier ist. Na, hier kommt noch einer hoch. Oh mein Gott. Wo sind die jetzt alle wieder hin, Alter? Ich habe einen Wächter. Der Wächter ist halt wirklich... Also der hätte ich vorhin mal umstellen müssen. Der ist ja absolut unnötig, der Wächter. Immer noch haben wir leider nur 3 Gegner, aber ich habe jetzt erstmal 2 geholt. Nein! Ah, Mann! Immer gegen denselben verliere ich, Mann. Nein! Och. Ja, gut. Da habe ich gedacht, das läuft ein bisschen anders. Vielleicht kann man da hochklettern, aber scheinbar nicht.
Sag ich mir hier die Scar mit. Scar ist wirklich eine ehrenhafte Waffe. Den haben wir. Eine Explosion. Und der nächste. Hinter mir kommen die schon wieder. Es macht richtig Laune. Es macht richtig Laune. Ich dachte, wir haben so verhackte Lobbys vielleicht oder so richtige Extreme-Schwitzer, die halt seit Release hier ja, um die Ehre der gesamten Menschheit kämpfen. Okay, er hat beide weggehauen. Na? Da haben wir den nächsten. Hat mir die Drohne geholt. Also mit der aufgesammelten Scar habe ich, glaube ich, mehr Kills gemacht als mit der Waffe, die ich mitgenommen habe ursprünglich. Oh mein Gott, ich habe eben noch auf die Karte geguckt. So, hauen wir da das Ding hin, aber ist vorbei. Unsere erste Runde Black Ops 2 nach, ich habe echt keine Ahnung, wie lange, habe ich ein 26-4 mal eben. Also, ja, es geht halt klar. Also, ich kann damit leben. Hätte ich jetzt vielleicht noch so wie Orbi gehabt oder sowas, dann hätte ich vielleicht noch höher kommen können. Also Leute, ich habe jetzt mal ein bisschen meine Streaks geändert auf Drohne, Kiste und Konterdrohne einfach mal. Vielleicht kriegen wir aus der Kiste irgendwie was raus, was ein bisschen höher ist als das, was wir schon freigeschaltet haben. Wäre ganz praktisch. Oh, Frost kann ich mich noch daran erinnern. Hier habe ich sogar damals schon Videos zu gemacht, immer wenn die Karten neu kamen. Kann ich noch mit der Vector habe ich hier, glaube ich, drauf gezockt damals. Oh nein! Ah, ich wusste nicht, wo der war anfangs. Einfach random mal geschossen. Hier, nimm das. Oh, ich hab ihn angehaftet. Immerhin den Kill geholt. Oh! Also, ich weiß nicht, was die Runde los ist. Also, ich mache immer solche Moves gerade. Haben wir ihn? Oh mein Gott. Wir haben ihn weg. Da haben wir den nächsten weg und zurück. Oh ja, danke, Teammate. Oh mein Gott, wieder hart veraimt von mir. Nächster. Da haben wir noch welche. Ah, Mann, ich drück mal die falschen Tasten. Konterdrohne, Drohne rausholen. Oh mein Gott, jetzt kommen die alle aus der Ecke. Wie kann man bloß so hart veraimen und trotzdem noch überleben? Oh, noch ein. Jetzt kommen aber hier die Streaks, Junge. Jetzt geht's aber los. Noch ein, da kommen die alle aus der Ecke. So, ich hol das jetzt einmal ganz schnell. Nicht, dass wir hier die Streaks jetzt irgendwie stacken sozusagen. Also nicht direkt stacken, sondern einfach nur überlappen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, du. Let's go! Hunter-Killer! Wie viele sind denn eigentlich noch da? Okay, es ist sogar eine recht volle Lobby. Aber irgendwie finde ich keine Gegner. Na, guck, sag ich, und dann passiert das. Oh, das war knapp, Alter. Das war richtig knapp. Na? Komm, ich hab ein paar Mal angehittet. Finish ihn. Er denkt, jetzt hat mich gekillt, oder was? Ja, er dachte, er hat mich gekillt. Aber nichts da. Oh. Nein. In dem Moment, wo ich hochkletter, kommt er da an, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Dann hätte ich den und vielleicht noch den mit dem Schild geholt. Aber egal. Da haben wir es geschafft. Die zweite Runde ist mit einem 25-7 ausgegangen. Am Anfang lief es nicht so ganz so gut. Ja, ich würde sagen, mein Geschütz war auch perfekt platziert. Und der Gegner war einfach nur blind. Wir packen mal die Hazard aus. Ich glaube, auf Downhill ist das eine ganz gute Idee, denn die Map ist ein bisschen... Er hat ein bisschen längere Lanes teilweise. Wenn ich mal versuche, mit der Hazard zu spielen, weil ich habe kein einziges Sturmgewehr hier wirklich hochgespielt. Also das höchste ist auf Level 4 und dann hast du halt keinen Schaft und musst halt eigentlich viel im Aim rumlaufen am besten. Mein Gott, was hat die denn für eine Feuerrate? Noch ein. Nein, Mann, aus der Hüfte halt einfach nichts getroffen. Dann schießt er mir in den Fuß. Er schießt mir in den Fuß. Aber okay, aus der Hüfte ist halt klar. So, ich schnapp mir jetzt mal die M27, weil ich die LZ irgendwie mit dem Sturmgewehr spielen will. Ich will allgemein auf der Karte mit Sturmgewehr spielen.
Oh, böse. Er sitzt da einfach in der Ecke. Was? Wie lebt er noch? Geht doch, endlich. Der wird mich jetzt aber safe holen. Jetzt spawnen die wieder bei mir. Ach, die Spawn-Flips, die sind hier so schnell. Es ist auch TDM, aber trotzdem. Halt einfach nur nervig. Oh, jetzt haben wir nochmal Konterdrohne. Ich habe gerade mal einen mit dem Blitzschlag erwischt und einen angehittet. Oh nein. Da haben wir nochmal einen. Wie lange soll denn diese Granate hier halten, Mann? Okay, wir haben keine Muni mehr. Nein, wo war der denn? Ah, Junge. Ja, diese Visiere damals auch. So, easy. Irgendwie die Klassen, die ich mir erstelle, spiele ich am Ende gar nicht. Oder die Waffen zumindest. Ich wechsle mal wieder die Klasse einfach auf M27, auch wenn die nicht ausgerüstet ist. Also wenn die keine wirklichen Aufsätze drauf hat, meinte ich. Nein! Och, nee, Digga. Muss sagen, Black Ops 4 hat aber auch sehr, sehr viele Noob-Sachen auch mit drin. Oder beziehungsweise sehr, sehr viele nervige Sachen. Es ist jetzt nicht das heilige COD, aber es hat sich halt einfach angenehmer spielen lassen, als so die aktuellen Teile. Das Game haben wir leider voll. Am Anfang lief es schon wieder nicht so gut, aber ein 14:5 am Ende. Oh, mit Headshot geholt. Oh mein Gott, das war knapp. Schnell ziehen freigeschaltet. Oh, da haben wir nochmal Glück gehabt, oh. Da haben wir mal richtig Glück gehabt. Oh oh. Er jumpt, er geht halt direkt zu mir hin, der Ehrenmann. Ich hab irgendwie Schiss, dass sie jetzt von hier spawnen. Und damit habe ich sogar recht gehabt. Zumindest waren da welche oder einer. Keine Ahnung. Komm, schnell, 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 schnell. Wo ist meine Kiste? Oh mein Gott. Moin, Digga. Du hast schön Schalldämpfer-Sachen dabei. Die würde ich mal gerne mitnehmen, du. Ja, die sind natürlich jetzt verschwunden, oder was? Macht Sinn. Oh, Ehre entwendet. Würde ich da mal sagen. Absolute Ehre entwendet. Orbitalsatellit ist da. Ja, Teammate ist 11-0. Ah, wie ich die Zeiten vermisst habe, Junge. Wie ich diese Zeiten vermisst habe mit Orbi. So, hier auf unnötig mal die Drohne geholt. Geht mir eher nur um die Punkte, die ich dadurch mitnehmen kann. Jetzt geht's los, doch. Sobald Orbi in der Luft ist, so dann wird hier ausgeteilt. Die sitzen da oben zu zweit. Was sind das denn für absolute Ehrenmänner? Wie kann man denn so heftig spielen, Mann? Ey, ich hoffe mal, irgendein E-Sports-Team nimmt hier auf. Bei den heftigen Skill. Ich muss auf die große Bühne. Alter, was sind das denn für Camper am Ende gewesen? Das war ja komplett schlimm. In jeder Ecke hat einer gehockt am Ende. Sogar noch Killcam. Perfekt. Überall wirst du von jeder Ecke auf einmal angeschossen. 16:4 am Ende. Also, ja, muss man sagen, das Team hat ganz gut gespielt. Muss ehrlich sagen, es macht richtig Laune. Ich werde das Ganze wahrscheinlich echt demnächst mal im Stream nochmal zocken, wenn ihr darauf Bock habt. Wie schon gesagt, twitch.tv/ahrensburgali. Könnt mir da gerne folgen for free. Könnt auch gerne ein Abo dalassen oder mit euren Twitch Prime, Amazon Prime, Twitch Prime, irgendwie so, das verlinken. Für einen gratis Sub quasi. Also, wenn ihr es gerne machen möchtet, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Ich mache jetzt, glaube ich, noch eine Runde. Oh, nein, ich habe nur mich gestunt am Ende, oder? Ich wollte halt perfekt in die Tür reinwerfen, aber halt aus der Drehung quasi blind. Wurde das nicht so ganz was. Nächster mit deiner eigenen Waffe gekillt. Und so haben wir uns das Magazin schon mal freigeschaltet. Ich glaube, der war nur AFK. Ui, nein, nein, nein. Und dann kam noch von da hinten einer. Ah, ich wollte jetzt ein bisschen mit dem Sniper hier so ein bisschen Action machen. Nochmal ein Headshot gesammelt. Präzise as fuck, der Boy. Nochmal ein. Und da haben wir nochmal einen. Hey. Oh mein Gott. Haben wir Drohne geholt. Haben wir rein hier und dich schon in Deckung. Och mein Gott, trotz des schlechten Aimings noch erwischt.
Also mit Orbi macht es halt richtig laut. Wie kann das Ding denn da hinten hinkommen, Mann? Man muss sagen, in dem Game waren jetzt die Teams wieder ein bisschen unausgeglichen. Ihr seht schon hier alle, fast alle stehen positiv. Ich bin mit am schlechtesten dabei, mit 14 Kills. Aber ich würde sagen, Leute, das waren doch mega geile Runden jetzt in Black Ops 2. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ganze so angenehm wird. Erst recht mit DLCs. Also, es sind schon stärkere Gegner online, aber allgemein macht das Game echt Laune. Ich habe schon gesagt, ich werde das Ganze vielleicht mal im Stream zocken. Falls ihr das sehen möchtet, schreibt mir auch gerne einen Kommentar dazu. Und ihr wisst ganz genau Bescheid, wo man den Stream-Link finden kann. Von daher, Leute, würde ich sagen, war es jetzt von mir mit diesen paar Runden Black Ops 2. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Black Ops 2 natürlich nochmal in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Danke. Ciao.